Nächstes Thema, letztes Thema bei Update an diesem Freitag. Und es geht um die Formel 1. Wir sind beim Sport angelangt. Warum der Sport immer auch hier bei Update zuletzt ist, keine Ahnung. Es ist so standardmäßig, was ich so von News-Sendungen abgeguckt habe. Der Sport immer als letztes, wenn es nicht so wichtig ist. Aber diese Meldung ist wichtig. Geradewegs für Formel 1-Fans, die gesagt haben, beim ursprünglichen Kalender für 2020, der ja sowieso jetzt in die Tonne gekloppt wurde wegen Corona, warum ist Deutschland nicht dabei? Jetzt ist es soweit. Ja. Es wird soweit sein, dass es ein Formel-1-Rennen in Deutschland geben wird. Ja, die Verantwortlichen der Formel 1 und vom Nürburgring nämlich haben sich darauf verständigt, dass es in diesem Jahr ein neues Rennen geben wird. Der Dachverband FIA hat auch sogar 3 neue Rennen für diese Saison bestätigt. Ich nenne sie Corona-Saison mal ganz einfach. Neben der Rückkehr zum Nürburgring wird es nämlich auch wieder nach Imola gehen. Da hat der Motec sich ja schon zu Beginn sehr gefreut, wie ich es gesehen habe. Zudem wird es auch noch eine weitere Premiere geben in dieser Saison. Und zwar nämlich wird es im portugiesischen Portimão mal um Punkte in der Formel 1 gehen. Somit werden die 3 Rennen voraussichtlich wohl oder werden dann im Oktober und im November stattfinden. Also etwas spät. Man rechnet ja eher so mit Deutschland ja öfters mal. Wenn man sich an früher erinnert, damals vor Corona, da hat man sich ja immer gern dran erinnert, dass ja mal die Formel 1 Rennen mal an anderer Stelle, mal beim Sommer oder so. Und wie gesagt, in Portimão geht auch eine komplett neue Formel 1 Strecke an den Start. Zudem kehrt, wie gesagt, auch die Formel 1 ja zum Nürburgring zurück. Das letzte Rennen dort war vor 7 Jahren, 2013. Und Imola war sogar noch länger her, nämlich vor 14 Jahren. Das letzte Mal 2006. Damit liegen die ganzen Formel 1 Rennen für diese Saison bislang auf 13. In einem ursprünglichen Artikel auf derchotv.de haben wir darüber auch berichtet, dass die FIA 15 Rennen haben muss, damit es nicht Einschränkungen bei den TV-Geldern gibt. Vor allem RTL und Sky. RTL zieht sich ja jetzt ja eh ab 2021 sowieso aus der Formel 1 Berichterstattung zurück. Somit wird ja ab 21 dann die Formel 1 in Deutschland zumindest im Pay-TV verschwinden. In Österreich unter anderem werden sich der ORF und der Sender Servus TV sich die Senderechte teilen. Hier ein besonderer Punkt, dass das Österreich-Rennen, also quasi der Heim-Grand Prix von Red Bull, auf beiden Sendern übertragen wird. Servus TV gehört im Übrigen auch zur Red Bull-Gruppe. Kommen wir aber auch dann zu den schlechten Seiten. Das geht nämlich auch noch weiterhin um die Corona-Pandemie. Schlechte Nachrichten gibt es wiederum aus den USA, Mexiko und Kanada sowie auch Brasilien. Dort sieht es wohl nicht so gut aus. Wegen den steigenden Neuinfektionen, vor allem nämlich auch in den USA und Brasilien, werden wohl dort die Rennen nicht stattfinden. Das ist wohl klar. Auch China steht wohl geradewegs wohl auf der Kippe oder steht halt auch wohl auf der Kippe. Und wie gesagt, der Don Pedro schreibt es auch nochmal in den Chat. Ich kann es auch nochmal vorlesen. Wird es so sein, am 11.10. wird es in Nürburgring stattfinden. Portimão wird am 25.10. stattfinden. Und am 1. November wird Imola dann dabei sein. Austin, Mexico City und Sao Paulo abgesagt. So wird es sein. Und ich habe einen Fehler in meiner Bauchbinde. Wo habe ich sonst nie einen Fehler in meiner Bauchbinde? Das kann man öfters mal passieren. Wie gesagt, da zumindest eine gute Nachricht und das würde auch entsprechend reichen, um für diese Formel 1 Saison einen Formel 1 Weltmeister küren zu können. Wir haben ja zu Beginn immer wieder gesagt, es müssten so 8-9 Rennen sein, ich habe es jetzt auch nicht mehr so genau im Kopf, oder mindestens sogar 10, damit überhaupt punktemäßig irgendwie ein Weltmeister gekürt werden kann. Jetzt ist es möglich bei 13 Rennen, aber 2 Rennen müssen noch dazu kommen, um zumindest zu sagen, nicht nur hupen, sondern, das habt ihr wahrscheinlich nicht gehört, dass zumindest auch die Gelder ausbezahlt werden, was ich vorhin ja schon erwähnt habe. Dennoch wird dann wohl die Formel 1 vorwiegend ja europamäßig stattfinden, vielleicht aber auch dann noch in Asien. Da gibt es ja auch noch Berichte, das dazu dann auch nochmal auf derchotv.de nochmal nachzulesen.